So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Wir spielen wieder weiter, und zwar jetzt die Karte Das Monopol. Das haben wir ja in der letzten Folge schon angesprochen. Wir lesen nochmal den Auftrag durch. Für euer letztes Gefecht wurdet ihr mit Ruhm überschüttet. Das in euch gesetzte Vertrauen beschert euch neue Aufgaben. In einer neu entdeckten Inselwelt sollt ihr die Kontrolle über den Tabak- und Kakaohandel gewinnen. Besiedelt alle Inseln, auf denen diese Pflanzen gut gedeihen, und erzielt mit dem entstandenen Monopol einen Handelsbilanzüberschuss von mindestens 400 Talern. So. Wir legen direkt los. Wählt mein Name ist Bendit und wir sind blau. Und dann schauen wir doch mal, wo wir hinfahren. Ich würde mal gerne dahin fahren. Die Insel sieht gut aus. Vielleicht würde ich sogar lieber dahin fahren. So. Die Insel hier sieht auch nicht schlecht aus. Können eigentlich auch gut sein. Da, 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 da. Tom, tom, tom. Okay, das ist die. Das ist die da. Und das ist die. Tom, da, 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 tom. Tom, 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 tom. Also eigentlich würde ich es vielleicht besser. Ich hoffe ja echt, dass ich als Erster da bin. So, was wir noch machen können ist... Zack, zack, zack. Dann ist die Stimmung gleich mal besser. Er will auch zu der Insel. Das heißt, diese Insel ist im Grunde auch keine schlechte Wahl. Wenn wir da aber jetzt hinfahren, dann würde ich ja vielleicht fast diese Bucht nehmen. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet. Oh, der war aber fix da unten. So, ich würde mich fast in diese Bucht da setzen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Super. Also, was, worum es als erstes geht, ist, wir wollen als erstes mal die Siedlung bauen. Und dafür müssen wir dann halt erstmal... So, jetzt habe ich schon so lange keine Siedlung mehr gebaut, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, wie das geht. So, als allererstes fangen wir natürlich mit unseren Förstern an, wie immer. Gut. Und dann würde ich mal sagen, also als erstes fangen wir mal an zu speichern, und das ist jetzt Monopol. Monopol.
Spielstand gespeichert. So. Gut, dann würde ich doch mal hier sagen, zack, zack, zack. Da ist die Hütte. Also so. Und da ist dann... Warte mal. Okay, das wäre ein bisschen doof. Also müssen wir den Weg... Das kann dann so lang gehen und so lang. Und von mir aus auch so lang. Oh, da haben wir jetzt Doppel. Haben wir Doppel? Nee, haben wir glaube nicht. Aber da haben wir jetzt rein. Nee, haben wir auch nicht. Okay. Das heißt, da kommt noch einer hin. So, und dann würde ich mal da hinten sagen. Was wir jetzt hier mal machen, ist da ein bisschen roden. So, glaube ich. Gut. Dann können wir jetzt nämlich mit den Schafen anfangen. Eine neue Siedlung wurde gegründet. So, dann würden wir vielleicht mal den da und den da sagen. Und dann würden wir hier vielleicht mal, ja, da. So. So, und dann kann man hier schon mal da bauen. Ach ja, den sollten wir vielleicht fortführen. So, und dann bauen wir ja jetzt als erstes mal Fischehütten. Genau, und... Genau. So. Da ist jetzt nur die Frage, Stein habe ich gar keinen, ne? Nee. So, dann würde ich mal... Ein Mitspieler erweitert seine Ländereien. Dann würde ich mal... sagen, hier kommt ein Marktplatz hin. Da kommt ein Marktplatz hin. So, dann kann da noch eine Kapelle hin. So, und dann kann da mal... ...ein Weg hin, und dann will ich da mal ein paar Hütten bauen. So, 1, 2, 3... Gut, okay. Ausgezeichnet. So, dann geht die Geschichte erstmal los. Die Bilanz ist erstmal Katastrophe. Werkzeug ist auch noch Katastrophe. So, wir müssen gucken, wo wir Lebensmittel herbekommen. Das ist ja momentan noch nicht ganz so gut gelaufen. Ach ja. Da-da-da-da.
Ja, das ist nicht gut. Dann würde ich dich lieber da einsetzen. So. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber okay. Geht schon irgendwie. So, dann brauchen wir hier noch eine Hütte. Übrigens können wir die Steuern erhöhen. Stoffe sind genug da. Lebensmittel. Wie gesagt, Lebensmittel ist gerade ein bisschen mäh. Aber da können wir da unten da vielleicht noch ein paar Fischerhütten hinsetzen. Und so. Gut. Können wir daneben vielleicht auch noch eine Fischerhütte packen? So, und dann ist es schon wieder Zeit für Alkohol. Das ist ja unglaublich. Können wir schon was Neues bauen? Nein, können wir noch nicht. So, wir müssen hier nochmal gucken, wie es mit der Kirche ausschaut. So, dann können wir hier eigentlich... So, ich würde mal gucken, wie es mit den Lebensmitteln ausschaut. Okay, also die beiden sind für die Tonne. Die bringen einfach gar nichts, dann machen wir sie auch weg. Fischgründe sind ja genau dieses Gewässer. So, und dann können wir hier noch vielleicht gucken, dass man da irgendwie runterkommt. Und da bauen wir dann die Straße noch hier rüber. So. Wunderbar. So, wie gesagt, wir fangen ja jetzt wieder wirklich von komplett vorne an. Das mag ich eigentlich am liebsten, wenn man da sich in aller Ruhe erstmal auch austoben kann. Wobei die Karte jetzt natürlich erstmal bescheuert aussieht. Sieht wirklich jetzt erstmal richtig bescheuert aus, muss ich sagen. 12 Tonnen. Okay. So, dann würden wir da oben vielleicht auch noch ein bisschen... Was wir ja brauchen jetzt, ist ja wirklich erstmal Siedler. Und Pioniere. So, da oben wäre das mit dem Jäger sinnvoller gewesen, aber da habe ich die Schafe so dämlich hingebaut. So, überhaupt habe ich hier relativ dämlich gebaut, muss ich sagen. Das wird später echt Probleme geben. Aber so ist es jetzt erstmal. Das heißt, wir spielen jetzt erstmal genauso weiter, wie wir diesen Blödsinn hier machen. So, wir können einkaufen und zwar vielleicht mal Werkzeug. Nicht Holz. Werkzeug 1, 2, 3, 4, 5.
Und zwar würde ich das gerne bis zu einem Lagerbestand von, sagen wir, 18 Tonnen. Sagen wir 20 Tonnen. So. So, wir können jetzt eigentlich hier mal ein bisschen Platz machen. Hier und hier. Wunderbar. Okay, haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Weil wir ja später da ein paar Rinderfarmen hinbauen wollen. So, und jetzt müssen wir erstmal wieder für Entwicklungsgebiete für Bürger sorgen. So, und dafür müsste ich hier mal gucken, wo die Bürger überhaupt sich hin entwickeln können. Wegen der Kirche. So, das ist jetzt natürlich mit dem Kaspar ein bisschen blödsinnig. Also die Ausbeute ist echt super. Gut, dann nehmen wir dich einfach mal und sagen mal hier zack, zack. Zack und zack. Wunderbar, das reicht uns auch schon mal für den Anfang. Okay, wie viele Siedler habe ich? 24. So, die Frage ist, welche ab wie viel nächste Stufe. Okay, Lebensmittel gedeihen momentan noch ein bisschen. So, wir stellen uns mal hier in die Bucht. So, was mir wichtig war, war eben, dass wir selber Weintrauben haben. Wenn wir damit dann nämlich im Grunde selber unser Zeug anbauen können. So. Dann kann ich hier nochmal sagen, dass wir da ein paar. Also da würde ich ganz gerne die Kirche nochmal inspizieren. Dann nehmen wir hier ein Haus. So. Genau, und dann wollen wir quasi in diese Richtung wachsen. Dann können wir später vielleicht auch sogar sagen, wir brauchen das Ding gar nicht mehr. Super. Okay, wir haben auch noch Religion. Das ist auch gut. 73. Achso, wegen den Einkäufen. So, was mein Bestreben ja aber immer ist, ist quasi mit den Steuererträgen über den Betriebskosten zu sein. So, das heißt, ich muss noch ein paar Pioniere hinsetzen. Die Jagdhütte klappt echt super, muss ich sagen. Ja, da habe ich die Stadt ein bisschen zu sehr in die Mitte gesetzt. Aber ich müsste diesen Streifen eigentlich gut mit Wein versorgen können.
Das müsste eigentlich klappen.